Sehr geehrte Damen und Herren, Sie heiße ich willkommen zu unserem Guten Morgen DAX Index Webinar. Vorbörsliche Marktvorbereitung vor Xetra Start. Was wir Montag, Mittwoch, Freitag für Sie anbieten. Unsere heutige Session im Vergleich zu Freitag wird aufgezeichnet. Das freut mich, dass die Technik heute mitgespielt hat. Für diejenigen, die am Freitag mit dabei waren, die wissen, da hat es nicht so funktioniert. Nichtsdestotrotz, alle unsere Videos finden Sie immer auf unserem YouTube-Kanal. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das obligatorische Devisen- und CFD-Handel auf Margin ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Den Rest können Sie sich im Prinzip denken, aber muss auch mal gesagt werden. Dirk Fraszewski ist unser Star der Woche, heute des Montags. Dirk, hallo, wie geht es Guten dir? Morgen. Ja, schön blutrot da draußen. Chinesischer Trubel nach unten. Wir werden mal sehen, wie sich das jetzt hier noch über den Handelstag weiter auswirkt. Dann würde ich auch Aber vorschlagen, dass wir sofort auch zu dir rüber switchen, was wir im Prinzip auch schon gemacht haben. Also ich bei mir, gleich werden es auch alle anderen sehen. jawohl. Und dann Wir können wir sind schon mal schon da. loslegen. Was hast du Schönes vorbereitet für uns? Ja, heute Morgen ging es ja schon mal kräftig vorbörslich abwärts. Im DAX willkommen in der Vierstelligkeit. Das heißt also, diese Analysen, die wir viele Wochen ja auch bereits schon auch für die Bärenseite mal gemacht haben, wo es immer wieder mit großen Fragezeichen, ja quasi, man hatte große Fragezeichen, dass man hier vierstellige Zahlen überhaupt beim DAX mal sieht. Und man sieht jetzt letzten Endes, das kann manchmal schneller gehen, als man denkt. Denken Sie mal dran, August, wir haben Juli, August, September, das sind natürlich Sommermonate. Der Handel ist etwas dünner von den Volumina. Viele sind auch im Urlaub. Da kann schon ein bisschen was mit weniger Volumina passieren. Aber nichtsdestotrotz, das hat natürlich auch ein großes Stück mit fundamentalen Daten zu tun, die jetzt plötzlich in den Vordergrund gerückt sind. Wir sehen hier heute Morgen eine DAX-Eröffnung hier bei diesem Trade bei 967,3, wie Sie unten sehen, bereits auf den Entry der Stop-Loss gesetzt. Der war zwischenzeitlich kräftig im Plus. Man sieht also in solchen Märkten Gewinne sofort mitnehmen. Ich habe das jetzt mal absichtlich stehen lassen. Wir schauen mal, was mit dem Trade noch die nächste Zeit passiert. Kann gut sein, dass er auch gleich sofort wegpoppt. Dann müssten wir halt nochmal mit einem neuen Setup rein, wenn sich das wieder bestätigt auf diesem ungefähren Kursniveau. Wir gucken uns an, dieses Gap, was hier heute Morgen schon wieder bereits kräftig gerissen wurde. Da sind wir ja mit einem wirklich sehr großen Gap in den Tag gestartet. Wir ziehen das mal hier gerade drauf. Da haben wir das Gap. Und ob jetzt Gap Close oder nicht Gap Close, aktuell in diesem Marktumfeld, egal was man sagt, es passiert das Gegenteil. Das kann letzten Endes innerhalb von einem halben Tag locker wieder geschlossen werden. Letzten Endes verlässt wohl aber auch die ein oder anderen großen Bullen erstmal jetzt der Mut. Wir rutschen hier im Bereich der vorbörslichen Indikationen, also jetzt bei 9.789 bis 9.799 herum. Schauen uns jetzt auch nochmal gerade an, was hier besonders auch von den Zahlen noch nochmal reinzuholen ist. Dazu gucken wir uns natürlich auch erstmal den Wochenschluss vom Freitag an. Und schauen uns da an, wie beispielsweise der Xetra-Kurs dort stand noch. Da stand er noch deutlich über der 10.000er-Marke. Hier im Bereich 10.124,52 hat er geschlossen. Wir befinden uns aufgrund dieses Kurses bei einer Jahresperformance von 2015 von 3,25%. Wenn wir uns das jetzt heute auf die jetzigen Kursniveaus angucken, sind wir beim DAX im negativen Terrain angekommen. Das heißt also, die schönen zeitweisen Buchgewinne, die da standen, sofern man diese nicht realisiert hat, blieben es leider Buchgewinne, sind von 26, über 26% nun auf Zero, also auf Null, dahingeschmolzen. Das ist schon eine Wahnsinnsbewegung. Und rein nur von der Korrektur kann man bald nicht mehr sprechen. Also man hat ja diese Definition. Ab 20% abwärts ist es übrigens dann auch der Bärenmarkt. Da sind wir jetzt langsam auch angekommen. Mit anderen Worten, wenn jetzt nicht hier langsam mal die Bremse ein wenig funktioniert und wir nicht ein Stück weit wieder nach oben drehen, wird es auch wirklich ungemütlich. Da haben wir dann noch charttechnisch gleich noch einen Blick darauf zu werfen, welche charttechnischen Marken nach unten vor allen Dingen jetzt bitte auch noch Halt bringen sollten. Future DAX hier knapp auch 10.035 behauptet, da war es zwischenzeitlich auch mal auf ein Zwischentief von 9.980 bereits am Freitag runtergebrochen.
gucken uns hier hauptsächlich mal die US-Märkte an, die sich auch zu der letzten Handelsstunde, also freitags von 21 bis 22 Uhr, nicht mehr nach oben bewegen konnten. Im Gegenteil, also man hat hier die Verluste noch ein Stück weit ausgeweitet. Dow Jones minus 312, 16.459 Punkte. Also wenn man das hier mal sieht, 7,65% negativ im Jahr 2015, ist das schon ein Haufen Holz. Also Frage, wie viel das schon jetzt hier auch Abwärtsübertreibung jetzt schon zu werten ist. Nasdaq, besonders die Nasdaq, die die ganze Zeit auch im positiven Terrain sich noch befand, während Dow Jones und Standard & Poor's immer wieder mit dem positiven Terrain gekämpft haben auf 2015er Basis, sind hier mittlerweile auch runtergerutscht. Wir sind auch hier im roten Bereich, Standard & Poor's genauso. Gucken wir heute Morgen auf Asien, dann wird es nicht besser. Der Nikkei hat zeitweise mehr als 900 Punkte verloren, also hier sind wir mittlerweile hier mit einem Handelsschluss rausgegangen, minus 4,61% auf 18.540 Punkte. Wer vor kurzem noch hier locker hier von 20, 21, 22.000 träumte, wird nun wieder eines Besseren belehrt, wie schnell das auch gehen kann. Auch beim Kospi aus Seoul, Südkorea, 1.829. Und die Aussies mit 3,73, auch hier kratzt man schon an der 5.000er Marke. Der Hang Seng, also Chinas Auslandsindex, wenn man so will, den Hongkong-Index, minus 4,78% auf 21.338. Und wenn man sich dann vor allen Dingen mal die Festland-Indizes anschaut, die chinesische Notenbank und vor allen Dingen auch die chinesische Wertpapieraufsicht haben ja gesagt, sie wollen diverse Maßnahmen und sie machen auch diverse Maßnahmen, leiten sie ein und haben sie auch schon durchgezogen. Und trotzdem schaffen sie es nicht, so wie man das ja auch schon befürchtet hat, diesen Markt aufzuhalten. Also wir haben hier, wenn wir durch die Bank schauen, super rote Vorzeichen. Teilweise gehen die schon in Richtung 10%. Shanghai SEB Share Index hat minus 9,4%. Also das ist brutalst. Weitere Indizes aus Shenzhen und Shanghai haben alle zwischen 7,65 bis 8,5% minus. Also blutrot in China, Festland China. Schauen wir auf die Nachrichten, wenn wir so mal gucken, auch aus dem Wochenendbereich. Hier geht es darum, gerade wenn wir beim Thema China noch sind, dass hier auch die chinesische Zentralbank bereits eine weitere Konjunkturspritze vorbereitet. Die Frage ist, ob die damit letzten Endes in irgendeiner Weise noch Vertrauen schaffen können. Momentan scheint es so ein bisschen auch das Problem generell zu sein, Zentralbanken nicht nur jetzt die chinesische, wie eben erwähnt, sondern auch die Federal Reserve oder auch die EZB, ein Stück weit scheint irgendwie ein bisschen Vertrauen im Markt zerstört worden sein. Wenn wir jetzt hier anschauen, wenn hier die China, also die People's Bank of China, die chinesische Zentralbank, ein Stützungsprogramm, so kann man das hier zitieren, von 678 Milliarden Yuan, das sind also umgerechnet 93 Milliarden Euro, für Kredite freisetzen will und diese Verlautbarungen ja schon draußen auch im Markt sind und das trotzdem nicht da fruchtet, mit anderen Worten, der Abverkauf geht weiter, da hat man wohl, egal wie viele Milliardenprogramme man jetzt anlegt, wohl nicht besonders gute Karten. Der Markt hat wohl hier momentan ein Stück weit resigniert, was diese ganzen Hilfsprogramme angeht. Obendrein wollen die Chinesen auch den Rentenfonds, also den chinesischen Rentenfonds und auch weiteren ausländischen Rentenfonds Investitionen am Aktienmarkt erlauben. Hier geht es aber hauptsächlich erstmal um die chinesischen. Wenn wir sehen, Höhe von 30% des Nettovermögens von Rentenfonds, also die sind ja nicht gerade klein, dann sollte das noch einen zusätzlichen Geldfluss hier bieten. Ist die Frage, ob das nachträglich auch noch hier Vertrauen schafft. Schauen wir nochmal heute auf die volkswirtschaftlichen Daten. Hier ist bereits in der europäischen Session ist hier ein absolut flacher Kalender, kommt nichts groß rein. Franzosen haben ein bisschen Bonds, die sie hier verkaufen werden. Ansonsten ist da aus der europäischen Session nicht viel von Traffic herzuleiten von der volkswirtschaftlichen Datenseite. Zum Nachmittag hin hier noch der FED, der Chicago FED National Activity Index. Und wir den Monat Juli und wie gewohnt am Montag publiziert ja die EZB ihre Volumina von Staatsanleihekäufen, von Pfandbriefkäufen und Käufen von Asset-Backed Securities.
Was haben wir die Woche noch? Hauptsächlich jetzt hier noch für auch DAX, vielleicht auch für Deutschland. Am Dienstag haben wir das nochmal, das BIP fürs zweite Quartal. Das ist bereits jetzt die zweite Veröffentlichung. Sie wissen ja, da gibt es mehrere Veröffentlichungen, bis dann letztendlich dann zum aktuellen, zum Stand, zum Status Quo dann kommt. Maastricht-Quote, erstes Halbjahr 2015, wenn man sich anschaut, wie viel gegen Maastricht-Quoten und auch Maastricht-Kriterien seit vielen Jahren eigentlich verstoßen, kann man solche Marken schon fast wieder sonst wohin schieben, kann ich mal ganz ehrlich sagen, weil momentan scheint sich eh keiner mehr an diese ganzen Kriterien zu halten. IFO-Index aber auch noch um 10 Uhr, da wird es vor allen Dingen gerade für den deutschen DAX hier nochmal ein Stück weit einen Impuls geben können. Möglicherweise wird dieser vielleicht sogar schwärzer ausfallen, als man sich das denkt. Donnerstag kommen nochmals US-BIP-Daten, auch hier die zweite Veröffentlichung für das zweite Quartal und am Freitag die gleichen für die Schweiz-BIP-Daten und für Großbritannien ebenso nochmal BIP-Daten. Inflationsindikatoren für Deutschland gibt es am Freitag um 14 Uhr, das sind dann die Verbraucherpreise. Gucken wir mal hier auf noch ein paar Marken, die werden hier heute vielleicht nicht so besonders sehr, sehr, sehr starke Rollen spielen. Der einzige, die hier noch vielleicht von Interesse sein könnte, ist hier auch nach unten hin noch der Support 3. Dieser Support 3, also Unterstützung 3 im Bereich der 9.709, respektive auf den Future DAX 9.407. Wir schauen mal auf den DAX-Chart jetzt und gehen hier mal von dem Minutenchart weg in Richtung des Tagescharts, wo wir sehen hier das Gap hier, das gerissene Gap von heute Morgen. Arbeiten hier nochmal kurz die Pivot Points hier mit ein, die blauen Linien, die Sie hier bereits sehen und werden uns dann nochmal mit einem weiteren Chartbild hier auseinandersetzen, indem wir das nochmal von dem Tageschart auf den Wochenchart umstellen und nochmal schauen, welche Marken nach unten hin vor allem jetzt von Interesse sein können. Dirk, da war noch eine Frage zum laufenden Trade. Und zwar für manche Teilnehmer sind die Zahlen ein bisschen undeutlich. Also wurden die Details zum laufenden Trade gefragt? Also Einstieg zu welchem Preis und Zeitpunkt sowie Angabe des Stop-Loss, wenn du das kurz noch erwähnen könntest. Jetzt heute Morgen der jetzt gerade läuft. Genau, oder ja. Mhm. Genau, das ist der Einstieg ist bei 9.760.3, da auf dem gleichen Niveau liegt auch bereits der Stop-Loss, das heißt direkt auf dem Entry. Also, um das nochmal kurz hier mit dem Laserpointer zu sagen, hier unten sieht man das ja, das Volumen hier, es ist ein Lot hier im Bereich DAX 30, wie man sieht, 9.760.3, Stop-Loss 9.760.3. Take-Profit ist keiner eingegeben, wird entweder ausgestoppt oder manuell entnommen. Gut, gehen wir noch mal kurz in Richtung des langfristigen Chartbilds. Ich habe jetzt hier mal einen Wochenchart aufgezeigt. Das ist ja die Analyse, die wir auch schon ein paar Mal besprochen haben. Wir haben ja aus dem Oktober 2014, haben wir ja hier in diesem Bereich das Zwischentief bei 8.350.3 dort rangelegt mit der Fibonacci-Analyse auf das Rekordhoch hier im Bereich dieser 12.000 grob betrachtet 12.390er Ebene. Wenn man sich das jetzt anschaut auf diesem Kursniveau, könnte man jetzt mir auch stark behaupten, dass hier auch für das Jahr 2015 wirklich also das Allzeithoch hier ad acta gelegt werden kann. Wir haben einen starken Abschwung hier schon mittlerweile stärker als über die 50-prozentige Kurskorrektur hinaus. Diese 50-prozentige war ja hier im Bereich der 10.365. Wenn wir diese Linie hier, die habe ich blau gefärbt, einfach mit einer horizontalen Linie, damit man das Kursniveau besser sieht. Und jetzt haben wir hier die 61.8 Fibonacci, das Fibonacci-Retracement, was bereits jetzt hier auch schon nach unten durchschossen wurde. Das gucken wir uns auch noch gerade mal an, welches Kursniveau das noch war, um uns auch diese Marke noch mal kurz hier aufzurufen. Das war hier die 9.890. Was ist nach unten hin weiterhin noch von Interesse? Wenn wir uns jetzt den Langfristchart hier anschauen, dann haben wir hier natürlich weiterhin dieses Zwischentief bei diesen 8.350. Das sollte auf jeden Fall halten, weil sonst wird es wirklich bitterböse. Also in diese Richtung kann man sich zumindest vorstellen, dass es hier noch in ein, zwei Wochen noch rutschen kann. Möglicherweise vielleicht sogar schneller, als man denkt. Allerdings muss man auch sagen, wenn man jetzt nochmal
einen weiteren Indikator nochmal blickt, indem man hier nochmal kurz den relative Stärke-Index reinbaut und das mal hier im Bereich des Tageschartes auch nochmal rüberschwenkt, dann sehen wir ja hier auch bereits in diesem RSI, also in diesem Relative Strength Index, dass wir hier bereits schon sehr stark überverkauft sind. Sehr stark überverkauft, für diejenigen, die den RSI überhaupt nicht kennen und nicht verwenden. Der RSI ist letzten Endes ein Indikator mit dieser Signallinie. Er indiziert Werte in der Standardeinstellung, Werte unter 30 als überverkauft und Basiswerte über 70 als überkauft. Ich habe den jetzt hier noch etwas schärfer gestellt, diesen RSI, und habe den hier in diesem Bereich, in den Bereich Eigenschaften, Indikatoreigenschaften, von 30 auf 20 gestellt und von 70 auf 80. Sprich also, auf Rückrechnung von den letzten 14 Kerzen, in diesem Bereich hier ein Tageschart, also auf die letzten 14 Tage, ist dieser DAX-Index hier in der aktuellen Version hier überverkauft. Das heißt also, auf diesem Stand von dem Indikator kann man hier auf jeden Fall schon mal ein Stück weit, wenn man das Signal jetzt hier bekommt, in diesem Bereich dieser 19,20, wo wir jetzt sind, schwanken auf einen Long. Das ist einfach nur ein wenig schärfer dadurch, wenn Sie das wieder auf den Standard zurücksetzen wollen, dann haben Sie hier die Möglichkeit, einfach wieder die Zahlen von 30 auf 70, 30 und 70 zu ändern und dann haben Sie wieder den Standardindikator. Sie sehen, dann ist ja auch hier nochmal visualisiert unterhalb dieser Linie, dass dieser Bereich hier schon sehr nach unten gezogen hat. Gucken wir das jetzt hier beispielsweise auf dem 4-Stunden-Chart an, sehen wir, dass es noch viel, viel extremer ist. Wir sind hier schon bei 11. In dem Wochenchart sind wir noch nicht stark überverkauft. Das heißt also, für diejenigen, die mit einem längeren Chartbild, mit einem längeren Horizont vielleicht auch irgendwie in einen Swing reintreten wollen beim DAX, für die ist möglicherweise noch ein Stück weit Warten angesagt, beziehungsweise vielleicht sogar ein leichter Aufbau. Wir sehen jetzt hier gerade aktuell, hier der DAX ist kurz davor ausgestoppt zu werden. Wahrscheinlich, klack, so eben ist es auch passiert. In diesem Bereich werden wir wahrscheinlich hier jetzt eine Weile uns aufhalten. Möglich, dass wir nochmal ein Stück weit nochmal durchgereicht werden. Hier in dem Moment ist der, wie gesagt, der Trade ausgestoppt. Wir verlieren nichts, wir sind direkt auf dem MG ausgestoppt worden. Also keine große Panik angesagt. Indikator löschen. Ich gehe jetzt nochmal auf den längerfristigen Bereich, auf den Wochenchart zurück. Und gehe sogar auf einen noch längerfristigen Bereich nochmal, um hier nochmal zu zeigen, das hatte ich auch schon mal in der letzten Woche kurz gezeigt, wo wir hier aus dem Bereich ganz, ganz zurück, weit zurück im November 2022 hier noch dieses Mega-Zwischentief hatten von 2188 Punkten. Es geht hier nicht darum zu sagen, dass der DAX dahin fällt, um Gottes Willen. Es geht nur darum, um ein paar Marken sich herzuleiten, ein paar charttechnische Marken sich herzuleiten. Dieses Zwischentief angelegt auf dieses Zwischenhoch ergibt auch hier natürlich wieder diverse Fibonacci Retracements, wo wir beispielsweise ein 50-prozentiges Retracement finden auf dem Kursniveau von dieser 7,3. Da wollen wir den DAX allerdings nicht sehen. Wir schauen uns hier die 38,2er nochmal an. Die befindet sich hier in guter Gesellschaft zu dem letzten Zwischentief vom Oktober 2014 bei 8.350. Also hier mal 8, 5, 12. Und wenn wir dann mal schauen, wo wir jetzt uns aktuell hier mit der 61,8er Marke befinden, hier gehen wir auf diese langfristige 23,6er, dann sind wir hier im Bereich der 9,99. Also in diesen Bereichen zwischen dieser 9,750 und 9,800 werden wir wohl jetzt hier eine Weile uns etwas seitwärts entwickeln. Die Überverkauftheit wird wahrscheinlich vielleicht sogar, wenn wir Pech haben, im Seitwärtshandel über die Woche abgebaut. Das heißt also, möglicherweise wird uns dadurch kein Megatrade bevorstehen. Das wäre Variante 1. Variante 2 wäre dramatischer Abverkauf bis 8.350. Von dort ein schöner Rebound wieder in Richtung der 10.000, 10.200. Variante 3. Es geht ja letzten Endes um Analysen, nicht alle werden gehandelt. Variante 3 wäre hier aus diesem Kursniveau ein Abbau des überverkauften Szenarios und eine Rückkehr im Bereich der 10.200 bis 10.400er Marken. All diese Varianten haben Sie natürlich mit Chartanalysen dementsprechend dann zu
vorzubereiten, mit eventuellen Drehszenarien zu unterfüttern. Das können Sie mit Pending Longs, Pending Shorts natürlich auch gut machen. Es geht hauptsächlich nur darum, diese Analysen erstmal überhaupt mal zu machen und mal zu gucken, wo könnte der DAX letzten Endes dann auch ein Stück weit hinlaufen. Das heißt also, diese zwei oder drei Drehszenarien beleuchtet man sich nachträglich nochmal selbst, schaut da nochmal, welche können dann laufen. Wenn wir uns jetzt hier nochmal den DAX-Tageschart anschauen, welche können laufen, in Richtung Projektionen laufen, nach unten sowohl auch nach oben. Wenn wir uns jetzt hier auch nochmal auf den Tageschart konzentrieren, gehen wir auch hier nochmal staurig nochmal zurück. Und dann haben wir hier diese 38,2, die ich vorhin nochmal gerade angepriesen habe. Da gehe ich auch nochmal kurz drauf und markiere die, damit wir hier noch das Kursniveau haben. 8.496. So, wo sind wir jetzt? Wir sind bei 9.766 im DAX. Auch hier nochmal auf dem gleichen Niveau einen Trade eröffnet und den mit den 30 Punkten jetzt abgesichert. 9.737. Dann sehen wir, wo wir jetzt in Richtung des Webinars, wo wir noch eine Weile ja noch haben, laufen. Schauen wir auf eine ganz andere Marke, auf einen ganz anderen Markt nochmal parallel, der uns natürlich auch mitzieht und mitlenkt. Schauen wir auf den Standard & Poor's 500, einer der wichtigsten Aktienindizes aus den USA. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Und schauen mal, was da letzten Endes gerade passiert. Dazu gucken wir uns auch den Wochenchart an und sehen vor allen Dingen dann hier auch 61,8er, wieder mal 61,8er Fibonacci Retracement jetzt von einer längerfristigen, von dem letzten Zwischentief, auch hier übrigens das Oktobertief 2014, auf das letzte, also nicht das allerletzte, sondern das letzte Zwischenhoch hier. Das war hier das erste Rekordhoch aus dem Bereich des Dezembers. Dort daran angelegt, die Marken sind wir beispielsweise bei der 61,8er jetzt hier aktuell im Test. Die wurde schon kurzfristig am Freitag hier nach unten kräftig durchschossen. Sie sollte jetzt ein Stück weit erstmal halten. Ansonsten rutschen wir zurück bis auf diese 1825er Ebene beim Standard & Poor's 500. Auch hier gehe ich nochmal auf den Tageschart, stauche das Ganze nochmal und nehme natürlich hier das letzte Kursniveau von Zwischentief auch nochmal auf das Rekordhoch, um hier nochmal die Marke genau zu beleuchten, die wir hier direkt hier als 61,8er Fibonacci Retracement haben. Da sind wir hier in dem Bereich bei der 1941. Das weitere Kursniveau nach unten hin wäre hier im Bereich dann dieser Marke von 1895. Und der weiteren Unterstützungsmarke hier im Bereich der 1847, bevor es wieder auf dieses Zwischentief aus dem Oktober 2014 gehen kann. Nach oben hin ist auf jeden Fall in den letzten zwei Marken, die hier gebrochen wurden, erstmal wieder das Zurückkehren an diese Ausbruchslinie zu betrachten. Das haben wir hier. Das heißt also, der Standard & Poor's 500 müsste hier in dem Bereich wieder in Richtung der 2040er Marke zurückkehren, um sein extrem bärisches Bild jetzt wieder in ein neutrales Bild zu wandeln. Aktuell sieht das ein bisschen schlecht aus. Man hat hier auch nicht nur im Aktienmarktbereich, sondern auch hauptsächlich im Währungsbereich schon ein Stück weit hier das Gefühl, dass hier derzeit eine Spekulation im Markt gegen die Federal Reserve läuft. Ob hier letzten Endes dann der Zins im September oder Oktober tatsächlich angehoben wird. Aktuelle Projektionen zeigen immer noch, dass es in Richtung Jahresende ein Kursniveau von, ein Zinsniveau von 0,375 geben könnte. Ich nehme jetzt einfach mal die 10 Punkte mit, kann nicht schaden, und steige zum späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal ein. Möglicherweise verpasse ich den Fahrstuhl nach oben dann, aber besser jetzt nochmal 10 mitgenommen, als nachher wieder durchgefallen. Gucken wir uns den Euro-US-Dollar-Kurs an, was hier passiert ist.
Hier sind wir im Bereich des letzten Zwischenhochs deutlich nach oben geschossen im asiatischen Handel. Hier heute Morgen sind wir also ganz knapp in Richtung 1,15er Marke sogar nach oben gewandert. Das ist, ups, jetzt bin ich aus Versehen auf den Wochenchart gerutscht. Das ist natürlich hier ein sehr, sehr starkes Aufwärtsmomentum jetzt. Allerdings kann das hier sogar noch ein Stück weit weiter nach oben gehen, und zwar auf die nächsten Marken Richtung 1,1534 und dann noch in Richtung knapp der 1,1680 bis 1,17. Gucken wir uns auch noch hier nochmal einen neuen Chart an, nur damit wir die vielen Fibonacci-Linien da noch ein Stück weit außen vor lassen. Es geht hauptsächlich nur darum, nochmal zu gucken, welche Marken hier im Bereich noch interessant sein können. Wir haben das letzte Zwischenhoch aus dem Mai hier gehabt bei 1,14667 und dann sind wir runtergefallen bis auf das Zwischentief bei der 1,809. Daran angelegt die Fibos, die Fibo-Marken sind letzten Endes jetzt alle ausgehebelt worden. Wir sind bis auf diese 100er-Marke wieder zurückgekehrt, haben diese durchbrochen, haben ein neues Zwischenhoch markiert und jetzt ist es von Interesse, die nächsten Zwischenhochs anzupeilen. Einmal im Bereich dieser 1,15338, die haben wir hier mit Kerzenschluss aus dem Jahr 2014 noch, aus dem Februar 2015 noch. Das wäre das nächste Ziel, die 1,15338 hier noch zu durchbrechen. Und dann sind wir schon bereits weiter auf dem Weg dieser FIBO-Expansion bzw. Projektionen. Diese Projektionen kommen von der FIBO-Anlage, die ich eben hier gerade erläutert habe, von der 1,14667 auf die 1,809. Und daran werden von der Chartplattform hier FIBO-Projektionen erzeugt, 138.2, 161.8. Die wären hier im Bereich der 1,1717 und 1,1874. Tatsächlich zwischendurch hat man nicht mehr auf so eine starke Aufwärtsbewegung beim Euro-US-Dollar hier damit gerechnet. Diese Spekulation möglicherweise auch gegen die Fed, die ja aktuell ja, in Richtung Zinserhöhung wohl steuert, ist aktuell aber wirklich im Markt. Und noch umdrehen ist es ein Funding-Problem, also Euro-US-Dollar, also Euro ist ja eine Funding-Currency durch diesen sehr, sehr niedrigen Zins und dadurch, wenn dann eben Märkte fallen und Trades aufgelöst werden und dann werden halt diese Trades, diese Summen, diese riesigen Volumina von Geldern in die Ausgangswährung, also sprich in die Funding-Currency zurückgeführt, man spricht im Devisenhandel davon, repatriiert. Und durch diese Repatriierungsfunktion, natürlich auch genauso wie bei Carry Trades, wenn sie in ihre Funding Currency zurückgeführt werden, dann hat man letzten Endes dort ein Aufwertungsproblem. Das ist im Moment dann bei Euro-US-Dollar dann der Fall. Noch kurz hier parallel nochmal das Gleiche mit dem DAX-Trade gemacht. Schauen wir auf die weiteren Marken nach oben. Wir sehen hier oben noch eine blaue Linie. Diese blaue Linie bedeutet, das ist ein Gap beim Euro-US-Dollar. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass wir tatsächlich doch noch da hochkommen, aber wie man das hier sieht, aufgrund der letzten vier Handelstage, diesen doch sehr starken Auftrieb, scheint hier in dem Markt momentan nichts mehr unmöglich zu sein. Gucken wir nochmal an, wo das Gap hier zu sehen ist. Das Gap haben wir hier in dem Bereich der 1,1968,5 und der 1,2001, also grob betrachtet so ein 32-Punkte-Gap und das kommt hier noch aus dem letzten Jahr. Das steht hier zumindest seit geraumer Zeit offen. Die Frage ist, ob das tatsächlich geschlossen werden kann. Sollte das tatsächlich wirklich geschlossen werden, ist das natürlich eine tolle Einladung hier in diesem Bereich, vielleicht ein Stück weit auch abzufischen oder vielleicht leicht darunter noch einmal ein paar Pending Orders zu setzen. Allerdings auf dem aktuellen Niveau hier auch, gehe ich auch nochmal auf den Tageschart zurück und gehe auch nochmal auf den Indikator, den Relative Strength Index, den RSI, dann sind wir hier in dem Bereich schon auf Tagesbasis, schon im überkauften Bereich, also da wird es dann auch langsam interessant, hier vielleicht doch mal wieder auch über die Short-Seite nachzudenken. Ich habe das immer, wie vorhin auch
mit dieser 2080 RSI beibehalten. Da sind wir hier zwar dann noch nicht im überkauften Bereich, aber wir steuern zumindest hier schon stark hin. Gucken wir uns dann Moment mal gerade, ich muss nochmal gerade diesen DAX-Trade hier auch nochmal zumachen, wieder ein paar Punkte eingesammelt, egal was passiert. So sammeln Sie über den Handelstag dann einfach die Punkte ein. Wir haben 9 Uhr, 9782, 9781,5. Es ist wahnsinnig viel herumgeeiert. Es wird wahrscheinlich noch in Richtung 10.000 alles versucht werden, das noch zurückzuerobern. Das wäre zumindest eine schöne Variante für den heutigen Handelstag und auch für die nächsten Handelstage, dass wir das nach oben hin nochmal schaffen. Ansonsten in Richtung 9.270 bitte merken und in Richtung 8.350 nur als übergeordnete Marken nach unten. Ja, ich wollte eigentlich noch zwei Währungen noch vorstellen, aber irgendwie ist die Zeit schon wieder rum. Na gut, dann müssen wir das vielleicht uns auf jeden Fall für Mittwoch vormerken. Sehr geehrte Damen und Herren, es geht ja los. Die Woche darf definitiv spannend werden. Ich switche auch auf meinen Bildschirm, Dirk. Ich sage auf jeden Fall schon mal einen schönen Tag, vielen Dank, wollte ich sagen, schönen Tag sowieso, aber vielen Dank auch noch. Dirk, abschließendes Wort, vielleicht ganz kurz. Ja gut, ich hatte noch, was eben jetzt angeht, ich hatte noch ein Währungspaar in der Vorstellung, Euro, Canadian Dollar, aber bis Mittwoch wird das wahrscheinlich weggerannt sein. Ich gehe davon aus, dass wir hier noch ein paar Bewegungen, also Upside nach oben in Richtung 1,54, 1,55 sehen werden. Das war nur so eine Idee, eine Investment-Idee. Das aber bitte jetzt einfach nur mal analysieren und nicht irgendwie in den Trade reinspringen, um Gottes Willen, sondern sich das einfach mal anschauen. Das hat halt hauptsächlich auch etwas mit dem Funding von Euro zu tun und hauptsächlich auch mit der dramatischen Ölsituation, die hauptsächlich Kanada natürlich auch als Ölexporter betrifft. Der Canadian Dollar leidet momentan stark. Das war es eigentlich. Wir schauen uns den Trade am Mittwoch auf jeden Fall an, ob da noch was zu holen ist. Bis dahin auf jeden Fall eine gute Zeit. Halten Sie Ihr Pulver gegebenenfalls vielleicht sogar trocken, um nochmal neu schön bei einem schönen, großen, noch stärkeren Dip nochmal einzutauchen. Ansonsten hören wir uns am Mittwoch um 8.30 Uhr wieder. Bis dann. Danke. Alles klar. Tschüss. Danke an Dirk und an Sie, sehr geehrte Damen und Herren, für die zahlreiche Teilnahme. Sie sehen jetzt die Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, sollten Fragen entstehen. Ansonsten sage ich wie Dirk auf jeden Fall, schöne Woche. Es macht vielleicht wirklich Sinn, wie Dirk sagte, Pulver trocken zu halten, aber letztendlich ist es Ihre Entscheidung. Wir bedanken uns, diese Session wurde aufgezeichnet, ist heute im Laufe des Tages auf unserem YouTube-Kanal zu finden. Mein Name ist Roman Kotianski, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.